Hallo liebe YouTuber, heute habe ich ein super schönes Thema mitgebracht und das Thema, oh, das ist so richtig schön gewichtig hinter mir, kann er mich da gleich dahinter verstecken. Das Thema ist heute Getreide und ich sage ja immer, ich soll immer die aktuellen saisonalen Dinge bringen, aber vorher zeige ich euch jetzt erstmal, warum ich so im Stress war und warum es eigentlich die letzten Wochen jetzt mal kein Video gab. Kommt mal mit in Sibari. Dann zeige ich euch mal, warum wir echt viel zu tun haben. Also heute waren ja schon ganz viele Abholer da, aber es gibt einfach unheimlich viele Sträuße und man sieht hier auch so schöne Sträuße mit Getreide, ja, mit Alchemilla. Also wir sind wieder mitten im Sommer und im Sommerflor drin. Das ist total schön und es gibt so viele Sträuße, die wir bestellt sind und die wir morgen liefern müssen. Die sind mit Allium toll gebunden. Ja, und dann gibt es hier auch einen sommerlichen Strauß mit Sonnenblumen, Rosen, auch mit Getreide. Dann gibt es natürlich ein Träumchen in Rosé-Tönen. Wir haben wunderschöne Bartnelken im Moment. Das muss ich euch echt mal zeigen. Das ist der absolute Knaller, weil ich muss das mal vor mich halten, weil man muss mal die Relation sehen. Das ist so ein bisschen, sprechen Sie in dieses Mikrofon. Ja, weil das ist wirklich die Blüte, also eine Nelke, wie man hier sieht an den Knotenpunkten, ja, am Stiel. Und das ist eine Nelkenart und die bleibt auch so grün, ja, weil manche sagen, blüht die noch auf? Nein, sie blüht nicht auf. Es ist wirklich diese Blüte und dass die so groß ist, das ist eine echte Rarität, weil normalerweise sind die etwa die Hälfte davon. Und deswegen habe ich die gleich mal gebunkert für eine Veranstaltung, weil das Schöne ist, wir haben nicht nur ja, schöne Sträuße, die verschenkt werden zu Anlässen. Wir haben auch, natürlich braucht man auch für einen traurigen Anlass schöne Blumen. Es gibt Kunden, die lassen sich hier sommerlich eine Schale bepflanzen. Das ist Ziertabak, das ist eine ganz tolle Blühpflanze, die den ganzen Sommer blüht. Die Wandelröschen sind auch sehr, sehr schön. Und diese gefüllten Lieschen sind also so richtig verträumt, ja, also goldig. Und die werden auch den ganzen Sommer noch schön üppig sein. Und dann gibt es natürlich was Wunderschönes. Es gibt wieder Veranstaltungen. Wie man hier sieht, haben wir so eine ganze Parade an Sträußchen. Es sind insgesamt 12 Stück. Und das ist dann die Tischdeko für Veranstaltungen. Was wir dann machen, ja, hier sind die Gläser, die wir dann dazu nehmen, diese schönen Vierkantgläser. Und was wir aber machen, wir füllen erst morgen das Wasser ein, weil wenn ich die jetzt da in das Wasser stellen würde schon, dann würde das Wasser trüb werden. Und das ist ja eigentlich ziemlich doof, weil die wollen ja, dass es perfekt aussieht. Und deswegen haben wir das so gebunden, relativ kurz geschnitten. Und die kommen morgen dann in diese Gläschen rein und stehen dann perfekt in diesen Gläschen mit diesem wunderschönen sommerlichen Wuschigras. Panicum Fontaine heißt das, der lateinische Name. Habe ich auch schon ganz tolle Videos dazu gemacht und blende ich mal auch ein. Sommersträuße. Sommersträuße sind ja ein schier unerschöpfliches Thema. Und wir widmen uns heute auch mal dem Thema Sommerstrauß und auch nochmal dem Thema Getreide. Aber dazu geht es erstmal wieder in den Bindebereich, weil die Produktion, die mache ich nicht mehr im Laden. Das habe ich am Anfang, habe ich das auch im Laden gemacht. Und das mache ich jetzt mittlerweile im Bindebereich, weil da habe ich mein ganzes Werkzeug. Aber Rosen brauchen wir noch. Ohne Rosen kein Strauß. Entschuldigung. Ich muss noch mal laden. Sorry. So, aber ich hatte so viel Kundschaft, dass ich einfach gar nicht so dazu gekommen bin, alles vorzubereiten. Aber man kann ja ruhig auch sehen, dass es einfach davon lebt, dass ich mir das so zwischendurch überlege. Was mache ich und wie mache ich das? Ich nehme jetzt einfach mal Rosen für einen schönen Rosenstrauß, den ich binden möchte. Ich nehme mal pinkfarbene Rosen. Ja, wir machen mal einen Rosenstrauß mit Getreide. Ja, habe ich beschlossen, dass der so schön sommerlich ist. Und damit er hübsch aussieht, nehme ich noch ein bisschen Alchemilla, also Frauenmantel. Und ich hatte vorhin eine Kundin, die hat dann gesagt, so, ah, haben Sie viel Arbeit mit dem Binden? Und die hat dann gefragt, wie lange wir gebraucht haben, um diese Sträußchen zu binden, hier diese 12, die wir da gerade gezeigt haben.
Na, ich sage, naja, man kann es eigentlich gar nicht so sagen, jetzt nur mit dem Binden, weil die Arbeit ist natürlich auch, bis die Blumen hier so auf dem Tisch stehen und die Rosen so schön geputzt sind und alle in den Vasen, bis dahin ist es Arbeit und natürlich ist es Zusatzarbeit, die Sträuße zu binden. Aber diese Arbeit, die wir haben mit Blumenputzen, die sehen viele eigentlich gar nicht. Also da hängt schon ein bisschen mehr dran. So, Moment, kann ich kurz unser Kabel mitnehmen. Da hängt also schon ein bisschen mehr dran als nur das pure Straußbinden. Das ist eigentlich nur noch die Kür. So, ich lege die gerade mal schön auf den Tisch ab. Also wenn man so die Rosen zum Straußbinden vorbereitet, man kann die so auf den Tisch ablegen, aber nie auf den Tisch so entlang rutschen lassen, ja. Und auch die Rosen nicht von oben anfassen. Das wollen die überhaupt nicht. Das kann man vielleicht bei Nelken machen, die sind so ein bisschen unempfindlicher. Aber Rosen, die wollen, also es gibt Leute, die dann so sagen, ach, guck mal, wie schön, patsch, patsch. Dann denke ich immer, da kriege ich immer ein zu viel. Nein, also das kann man mit Rosen nicht machen. Und die kriegen nämlich sonst beige Blätter und aus beige wird auch nicht mehr pink. Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. So, jetzt haben wir also unsere schönen Rosen. Und jetzt komme ich doch noch mal, während ich hier ein bisschen die Alchemilla noch mal putze. Also ich putze immer noch ein paar Blätter weg, damit die grünen Blätter nicht ins Wasser kommen, weil das Wasser wird ja schneller schlecht, wenn Blätter im Wasser sind. Ja, also kein Grün im Wasser. Ja, dann muss ich doch noch mal jetzt auf das Thema Getreide zurückkommen, weil ich werde natürlich auch immer gefragt, Margit, wann soll ich denn was, ja, sammeln, einkaufen? Es ging ja neulich auch um Zapfen. Da habe ich gesagt, Zapfen sammeln ist jetzt im Sommer, ist Zapfensammelzeit, auf jeden Fall. Und ich habe also hier vom Großmarkt Getreide mitgebracht. Man sieht hier auch, wenn das Getreide geschnitten ist, dann kriegt es also relativ schnell auch braune Blätter. Und um es ganz ehrlich zu sagen, also das Wasser wird auch sehr schnell schlecht mit Getreide. Das heißt, wenn man das aufhebt, dann sollte man wenig Wasser in den Eimer machen und man muss das Getreide, das ist eigentlich schon fast zu viel, ja, man kann dieses Getreide jetzt auch für den Herbst trocknen. Bloß wenn ich das jetzt trocknen will und ich stelle das so in die Vase, dann kippt das irgendwann um und ich bekomme das auch nicht mehr grad, ja. Und deswegen sollte man das Getreide jetzt trocknen, vor allem jetzt, wo es grün ist, dann trocknet es auch noch schön grün ein und wird nicht braun und dann sieht es auch nicht so, naja, dann sieht es auch nicht so trockenblumenmäßig aus. Ja, also ich zupfe wirklich diese ganzen Blätter hier raus, also alles, was sonst schlecht wird und fault, das wird dann hier rausgezupft. Ich nehme das Getreide, so. Und nehme dann einen schönen, also man kann das jetzt auch parallel noch legen, ja, so Kopf an, dass die alle gleich lang sind, muss aber nicht, ja, aber ich zupfe einfach einiges raus. So, und jetzt suche ich mir, Moment, jetzt suche ich mir einfach ein paar Gummis, ja, schöne festige, einen festen Gummi. Nehme diesen festen Gummi und bündel dieses Getreide so richtig schön fest. So, genau. Oh, einmal nass, aber macht nichts. So, und dann nehme ich mir einen festen Draht. Und was wir ganz oft machen mit den Drähten, ist, ich nehme nochmal ein Gummi. Weil das Problem ist, wenn das trocknet, dann wird es locker. Und um zu verhindern, dass es locker wird, muss man das so richtig fest mit einem Gummi zusammen machen. Wenn ich das jetzt mit einem Bast zusammenbinde, dann hält es wahrscheinlich auch nicht so toll, weil sobald das Getreide trocken wird, wird es dann doch locker. Und um das Ganze jetzt zum Trocknen aufzuhängen, nehme ich einen Draht. So, gehe mit dem Draht hier in den Gummi rein. So. Und form den Draht. Also ich bin jetzt hier reingegangen. Habe ein U gemacht und dann forme ich mit dem Draht einen Haken. Und wo immer ich einen, ja, es sollte also nicht feucht sein,
Ja, sondern es sollte wirklich irgendwo trocken bei einer normalen Temperatur hängen. Und ich gehe dann jetzt her. Ich habe jetzt leider hier nichts zum Hängen. Doch, habe ich irgendwas? Nee. Also auf jeden Fall sollte man es jetzt dann hier aufhängen und so trocknen lassen. Das ist jetzt also für das Getreide optimal. Ja, ich kann das jetzt einfach mal hier hinhängen. So, dann ist es mal weg. Zack, hängt schon. Ich lege mal das Tuch drüber, ansonsten stürzt es gleich ab. Ja, das ist jetzt also der optimale Vorrat für den Herbst, weil mit den Herbstgrenzen geht es nämlich dann weiter. Und da wird es wieder spannend und da brauchen wir wieder unser Getreide, genauso wie auch die Zapfen im Winter. Und vielleicht kennt ihr einen Bauern, wo ihr mal was kaufen könnt, ein Bündel Getreide, dass man einfach mal fragt. Also man kann sowas durchaus irgendwo erwerben und man muss sich einfach ein bisschen umhören und dann, aber es geht jetzt, man muss da schon ein bisschen sich sputen, weil es geht natürlich jetzt dann ruckzuck und das Getreide wird gelb und dann ist es auch schon wieder zu spät, um Getreide zu bevorraten für die Herbstzeit. Das muss jetzt also ratzfatz gehen. Der Sommer geht ja immer leider viel zu schnell um. Kommen wir zu unserem Strauß mit Getreide. Ich bereite mir gerade das Grün vor und schneide die Stücke wieder passend, mache wieder alles grün am Stiel ab. Das ist eigentlich immer das gleiche Spielchen, das wir haben, dass die Sträuße auch wunderbar halten. So. Und dann nehme ich meine Rosen. Und binde locker. Ich habe ja so eine schöne Serie an Sommersträußen. Ich halte wieder wie immer halt in zwei Fingern den Strauß und lege alle Blumen, die ich anlege, die lege ich wieder immer die Stiele von mir weg nach hinten. In der Spirale lege ich die Rosen an und die Alchemilla lege ich dann auch dazwischen. Binde im Wechsel auch das Grün. Ich nehme mal Efeu. Ich nehme dieses schöne, nennt sich Phytosphorum nigra. Muss nicht alle Namen kennen, aber ich muss sie natürlich wissen, weil ich einkaufe. Auch kurz Pitu genannt. Und die Alchemilla ist wunderschön. Manche von euch haben in den Videos gedacht, Alchemilla wären grün. Nein, Alchemilla ist tatsächlich eine Blume und die ist sehr wertvoll. Und die ist also nicht zu verwechseln mit Bindegrün. Und das ist eine ganz knackige, also die ist erst wirklich am Aufblühen. Alchemilla kann man ganz toll im Staudengarten anpflanzen, die ist winterhart, die blüht jedes Jahr wieder und ist ein ganz tolles, ein wunderschönes Grün. Ja, und das ist natürlich auch, sieht so erfrischend aus, es ist also ein Strauß, der auch in so mit diesem hellen Grün so freundlich aussieht. Das ist natürlich auch schön. Ihr seht, ich arrangiere immer ein bisschen und drehe die Rosen mal. Ich versuche natürlich die Abstände der Rosen ja ziemlich regelmäßig zu gestalten. Wenn ich das Ganze in der Hand habe, dann rutscht es auch ganz gern mal, aber ich rutsche es einfach wieder zurück. Das ist auch kein Problem. Und die Spirale, manchmal werde ich auch gefragt, wie man das gut üben kann. Kann man also wunderbar üben, indem man einfach zum Beispiel Holzstäbe nimmt, ja, und damit auch schön einen übenden Strauß zu binden. Je glatter die Stiele, desto schwieriger ist das Ganze. Wir haben also manchmal auch richtig große Rosensträuße. Da haben wir dann auch, was ich, bis zu 50 oder mehr Rosen. Und Rosensträuße sind also am schwierigsten zum Üben, kann ich euch verraten, weil die sind total glatt, die Stiele. Und wenn man das dann ja nicht so oft gemacht hat und die rutschen so rum, dann ist das eine absolute Katastrophe. Was auch total rutscht, weil der Stiel nämlich super glatt ist, ist das Getreide. Und deswegen mache ich das jetzt einfach erst am Schluss rein, ja, und füge das so ein. Kann das so in den Akzenten, das ist also so eine schöne sommerliche Spielerei, kann dieses Getreide, das ziehe ich einfach so rein. Ja. Wer das jetzt noch nicht so oft gemacht hat, so etwas in den Strauß einzufügen im Nachhinein. Ich füge das ein,
Hier sehe ich ja schon, es kommt, also der Stiel kommt hier in meiner Hand schon automatisch raus und ich kann den nehmen und kann den dann oben, kann so weit ziehen, so weit runterziehen. Hier würde ich das Blatt abmachen, weil das Blatt wird beim Getreide schneller schlecht. So, und kann das so weit ziehen, wie mir das gefällt. Ich kann auch das Getreide, wenn ich den Stiel nehme, dann kann ich das zum Beispiel auch drehen, ja, so wie bis mir ich sage, ach ja, so sieht es schön aus. Aber die Stiele sind also auch so glatt. Genau, das ist der Beweis meiner Rede, warum die glatten Stiele schwieriger sind oder warum ich die jetzt am Schluss nehme. Die Stiele sind also auch so glatt, dass ich das einfach am Schluss reinziehe. Ja, und ich habe noch was richtig Schönes. Was ganz Tolles mitgebracht. Das ist also ganz eine wunderschöne Farnart. Ja, das ist so ein sehr schöner, haltbarer Farn. Den würde ich jetzt nicht so liegend einfach aufbewahren, aber ich habe den fürs Video draußen liegen lassen. Was ich nachher mache, gibt es natürlich immer verschiedene Größen. Wenn ich einen größeren brauche, gibt es nur die kleinen. Ich mache auch hier immer die grünen Blättchen unten ab, dass ich wirklich nur den Stiel in der Vase habe. Ja. Drehe den Strauß immer mal in der Hand, dass ich natürlich schön anlegen kann. So. Und ja, die grünen Blättchen, genau, die mache ich wieder ab. Die gleiche Rede wie immer. Natürlich, damit kein Blattgrün ins Wasser kommt. Ja, das ist auch wie immer. So, ich mache jetzt an dem Strauß in dem Fall keine feste Blattmanschette mehr drumherum. Was man natürlich optional machen könnte, ist die Aralie. Ja, dann wirkt der Strauß noch größer. Aber ich würde es jetzt in dem Fall lassen. Und das ist jetzt der Getreidestrauß. Und auch mein Tipp für euch natürlich, wie ihr das Getreide trocknet und wie das jetzt schön haltbar gemacht wird. Und ich wünsche dann ganz viel Spaß beim Nachmachen und viel Spaß beim Suchen nach diesen schönen Materialien und freue mich, wenn ihr mich abonniert. Drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Das ist ganz wichtig. Und sag einfach bis bald, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.